Ich grüße euch alle herzlich zurück hier in Kanarok bei Kingdoms of Amalur. Was wollt ihr diesmal? Hallo. Dachbalken müssen zugesägt, Stroh und Flechten gesammelt und Lehm angerührt werden. Wir brauchen mehr Seile, mehr Flaschenzüge und mehr als nur ein wenig Glück. Es tut mir leid, Fremder. Wie es scheint, werde ich wohl der Mann sein, der dieses Dorf wieder aufbaut. Ich muss mir die Arbeit der nächsten Monate irgendwie einteilen. Ja, ich möchte gerne mein Haus verbessern. Nun ja, ein Labortisch wäre sicherlich hilfreich. Für ein wenig Gold könnte ich einen entsprechenden Raum anlegen. Wie viel denn? Ja, mach mal. Der Labortisch dürfte euch in dieser Gegend ausgesprochen nützlich sein. Das glaube ich dir. Die Erweiterung des Erdgeschosses ist an ihre Grenzen gestoßen. Für ein wenig Gold könnte ich allerdings noch einen Dachboden hinzufügen. Ja, gerne. Wartet nur ab, bis ihr den Dachboden seht. Ihr werdet überwältigt sein. Wir haben so viel Geld, Leute. Nun, wir müssen zwar auf das Flussbett achten, aber für ein wenig Gold könnte ich noch einen Keller anlegen. Ja, gerne, mach mal. Ich werde den Keller anlegen und auch für einige Pflanzen und Reagenzien sorgen. Ihr werdet es lieben. Guter Mann. Wenn ihr weiteren Lagerraum benötigt, kann ich euch für ein wenig Gold euren Keller erweitern. Ja, mach mal. Seid vorsichtig, wenn ihr reingeht. Irgendwie ist während des letzten Ausbaus eine Spinne hineingekommen. Danke für die Warnung. Ich kann euch den Keller noch ein letztes Mal erweitern, um euch mehr Platz für die Pflanzen dort unten zu verschaffen. Es kostet allerdings ein wenig Gold. 500.000? Ach so, ja, bitte. Das wird der letzte Ausbau sein, den ich für euch durchführen kann. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. ja, danke schön. Bleibt wachsam. So. Hat sich das Haus optisch verändert? Ich glaube nicht. Nee. Okay, also hier drin ist jetzt eine Spinne. Die Figur ist doch auch neu, oder? Ansonsten ist hier alles ungefähr so, wie es gewesen ist, glaube ich sogar. Ihr wisst, dass hier irgendwo eine Spinne ist. Hier ist gar keine Spinne. Aber lagern können wir hier nirgendwo etwas, oder? Gemmenschleifer. Da können wir nur reinpacken. Das ist ja sehr schade. Ah, ist natürlich jetzt doch schon ein Prachtstück. Aussehen anpassen will ich gar nicht. Ach, das Bild ist ja süß. Nee, wir schauen mal kurz. Inventar. Gegenstände. Ba, 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 ba. Der Einband und die erste Seite des kleinen Buches sind mit aufwendigen Goldlettern übersehen. Ja. Über die göttliche Arbeit. Ich habe die Hand Mitaros gesehen in der Vielfalt des Lichts in der Linien seiner Gemme. Einer Gemme. Ein sorgfältig geordnetes Gleichgewicht, sodass die Struktur des Lichts selbst im Körper der Gemme widerspiegelt. Es ist wundervoll, so ganz anders als die Makelhaftigkeit der Pflanzen und Tiere dieser Welt. Es gleicht am ehesten den Sternen selbst. Nein, geordneter ist es, da der Himmel von dem Sternbild abgesehen bar jeden Muster ist. Die Linien einer Gemme sind die reinste Form, die es in der Welt gibt, denn sie reisen von Punkt zu Punkt ungebrochen, ohne die geringste Abweichung. Ja, diese Scherbe und Gemmen sind das Werk Mitarus und wir sind weise, den göttlichen Rat der Ordnung in ihnen zu suchen. Meine Arbeit ist folglich auch die Arbeit Mitarus, denn die Läuterung der trüben Scherben ist nichts als die Verkündung des Ruhms und der Makellosigkeit der Ordnung. Die Wandlung der funkelnden Scherben zur makellosen Gemme ist gleichsam ein Band in Mitarus Führung. Hier am Gemmschleiftisch bin ich eins mit Mitaru. Er ist ein Altar, der unsere Gemeinschaft würdig ist, und es steht geschrieben, dass man täglich zum großen Ordner der Welt beten muss. Aus diesem Grund muss man Tag und Nacht danach streben, eben jene Perfektion zu erlangen, die in den harmonischen Juwelen Mitaros zu finden ist. Die Fertigung einer Gemme erfordert Sorgfalt und Geduld. Ich werde den sieben Gesetzen von Mitaro Folge leisten. Ja, wer die lesen möchte, kann es gerne machen. Hatwin vom Orden Mitarus.
Soll mal reichen. Achso, okay, das kennen wir bereits. Gut. Da soll es mal reichen. Aussehen ändern möchte ich gerade nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir können mal ganz kurz ein paar Sachen in unsere Truhe räumen. Und die Truhe ist bald voll, das ist ja super. So, Lager voll, super. Ist das ein Alchemielabor? Herstellen? Nee, können wir auch nicht so wirklich. Nee, gut, dann soll es mal reichen, unser Inventar. Wir haben wieder ein bisschen Platz, das sollte aber erstmal reichen. Raus hier nach Kannerok. Und da würde ich sagen, reisen wir einmal. Wo wollte ich jetzt nochmal hinreisen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, wie peinlich. Wir wollten nach Remaire, oder? Wir wollten nach Remaire. Von Aiden nach Remaire. Denn Tirins Rast ist momentan schlichtweg zu weit weg. Wir reisen nach Aiden. Ah ja, Aiden. Wir müssen ja auch noch das mit diesen Stimmsteinen machen. Aber das ist mir ein bisschen zu spät. Hallo? Östlich der Heide findet ihr Talarane. Ein Gewirr aus alten Festungen und Ruinen. Es wimmelt dort nur so von Bestien. Aber mit etwas Glück kann ein Abenteurer dort ein Vermögen machen. Allerdings haben die Ruinen natürlich schon mehr als nur ein paar Leben gefordert. Ach so, ja, ich habe Castor Rothand getötet. Das haben wir vor einer halben Ewigkeit. Ich habe schon Gerüchte gehört, dass Castor vor seinen Schöpfer getreten ist. Ich bedauere nur, dass ich ihn in meinem Alter nicht mehr selbst zu ihm schicken konnte. Für das, was er uns angetan hat, hatte der Bastard den Tod mehr als verdient. Besten Dank für eure Mühen, Fremder. Gern geschehen, Dankeschön. Bewahrt den Frieden. Ja, gerne, gerne. Ach, die Rechnungen, oder? Waren das hier die Rechnungen, die wir übergeben mussten? Wir mussten doch Rechnungen sammeln. Das ist alles schon so ewig lange her, Leute. Es tut mir leid. Rechnungen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde sie überarbeiten und neu zustellen lassen. Bitte nehmt diese hier als Gegenleistung für eure Mühen. Sie werden euch mit Sicherheit nützlich sein. Ja, die kann ich schön zerstören. Dankeschön. Schön, sich mit euch zu unterhalten. Ja, danke. Moment, wir haben immer noch einen negativen Effekt. Heil mich mal bitte. Mich jetzt wieder mithelfen. Danke, dass ihr mir diese Rechnung... Ja. Schön, sich mit euch zu unterhalten. Diebstahl natürlich. Okay. Sehr schön, der Fluch ist auch wieder weg. Das ist auch mal eine gute Nachricht. Da unten könnten wir mal Gemmen schleifen. Sollten wir vielleicht auch mal eben machen. Ihr merkt, dass ich werde jetzt einfach nur zusammensetzen. Trüb. Nee, die Trübe heben wir uns da mal auf. So, wie gesagt, nur provisorisch. Ich liebe den Schleichmodus. Momentan, oh, Amalur. Oh, es ist toll, das Spiel zu spielen. Momentan bin ich wirklich richtig im Amalur-Fieber. Und ich hatte so viele Sorgen in letzter Zeit wegen ganzen Speicherständen, wenn ich mal ehrlich sein darf. Na, ist alles Gott sei Dank vorbei. Das können wir alles nicht machen. Dann geht's jetzt auf, da... Nee, ich möchte die Hauptstory aktivieren. Alinchir treffen, das war ja unsere gute Frau mit der lauten Stimme. Was ist östlich der Heide, findet ihr aber mit etwas Glück kann ein Abenteurer dort ein... Oh, tatsächlich! Endlich reagiert mal jemand. Na, das sehe ich doch gerne. Bewahrt den Frieden. So, ein paar Armbänder eingetauscht. 9 Stück an der Zahl. Ich denke mal, dass ich das alles übersprungen habe. Mögen wir mir verzeihen. Wir haben da hinten noch einen Schatz, den wir noch nicht leergeräumt haben. Ein Brunnen. Sehr schön. Da vorne ist auch noch ein Schatz, den wir nicht leergeräumt haben.
Juju, sogar zwei Stück. Hallo, meine Kleinen. Wo denn? Ach so. Die Tiere im Spiel sind ja auch süß gemacht, oder? Wie die aussehen. Echt widerlich. So, wir wollen in Richtung unserer... Ach, warum sind hier überall Truhen? Die kann ich doch nicht liegen lassen. Euren Anführer würde ich gerne mal kennenlernen. Ich glaube, der hat sich schon getötet, oder? Naja. Stark waren die jetzt nicht gerade. Aber okay. Nein, jetzt habe ich den Schatz fast vergessen. Eine trübe Giftscherbe. Und dann nehmen wir halt diesen Weg hier. In Richtung der nächsten Hauptmission. Es ja, wird ja auch mal wieder Zeit, dass wir die weiterspielen. Nach meiner langen, ja, was heißt nach meiner Aufnahmepause. Ist es sicherlich auch mal schön, etwas Hauptstory zu erleben. Hier haben wir sogar noch ein Steinchen, den wir noch nicht gehört haben. Und ich sage mal, viel Spaß dabei. Wir blicken von unserem hohen Hügel herab, spüren die letzte warme Berührung der Sonne am Rücken und fragen uns, ist dies das Ende unseres endlosen Tags? Welche Hoffnung können wir in den Wandel der Zyklen setzen, wenn der Winter kommt und nicht wieder geht? Wir bewundern unseren vielleicht letzten Sonnenuntergang, frierend und sterbend. Ganz schön hoffnungslos. Jetzt geht's mir richtig schlecht. Aber okay, hallo. Oh, der Schwertkampf macht aber auch Spaß. Freier Mannarmband von einer Frau, ist auch immer schön. Ich will jetzt nicht sexistisch sein. So. Was haben wir hier? Whip. Was haben wir hier? Wir haben die verlassene Ebene scheinbar erreicht. Rüttelndes Ui. Super. Von den Werten her noch besser, sogar mit. Mit Blitzeffekt, das ist ja cool. Nehme ich mit. So, die verlassenen Ebenen. Was ist das denn? Um Gottes Willen. Hallo. Spannend, spannend. Die Kämpfe machen echt eine Menge Spaß. So, wir heilen uns mal kurz. Haben hier erstmal... Da unten haben wir eine Aufgabe und ganz viele Menschen. Denn es ist eine Stadt oder eine Lagerstelle. Vorher würde ich aber auf jeden Fall gerne einmal hier hinten weiterlaufen. Denn hier haben wir einige freie Männer. Oben ist auch ein Stein. Hallo? Oh, der Kampf war perfekt, weil genau das passiert ist, was ich wollte. Er hat quasi genau den angegriffen, den er angreifen sollte. Das war echt ein super Kampf gerade. So, und wir holen uns auf jeden Fall da oben den Stein, der gerade wieder aufgetaucht ist.
Ich muss mal unbedingt noch etwas an den Einstellungen machen. Das sieht momentan alles so... Ich weiß nicht, auf die Distanz wirkt alles so... verpixelt, um mal ehrlich zu sein. Der Wald, den ihr Dalentart nennt, wurde von Ysar regiert. Der Gottkönig förderte die Gemeinschaft, das Heilen. Die Sterblichen folgten seiner Weisheit. Er vereinte die Eichen. Wie aus der Wiese Wald wird, so ließ Ysar den Hof des Sommers wachsen. Tut mir leid, Leute, das konntet ihr jetzt nicht wirklich hören. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da angegriffen werden. Aber okay. Der Untertitel war ja auf jeden Fall da. Und ich schaue gerade mal. Es ist so wunderschön, hier durch die Ebenen zu laufen. So, sammelnde Dolche. Vor allen Dingen ein Prismär Dietrich. Das ist super. Und hier vorne haben wir eine Aufgabe. Hallo. Oh. Hallo, Elrod Edman. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe es euch bereits gesagt und ich sage es euch erneut. Wir brechen auf, sobald es irgendeinen anderen Ort gibt, an den wir gehen können. Sagt euren Freunden in Emaire, dass wir, solange die Tuatha unser Zuhause niederbrennen, weiter nach einem Ort suchen werden, an dem wir uns niederlassen können. Ganz, ganz ruhig. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin in Kullen aufgewachsen und verbrachte meine Sommer damit, an der Tyvilli-Küste zu fischen. Und als der Krieg kam, schlug ich mich auf die Seite von General Tilera. Möge sie sich selbst vergeben. Okay. Und ihr habt Emaire erwähnt. Sie behaupten, sie besäßen kaum Vorräte. Sie wären nicht in der Lage, auch nur das kleinste Almosen zu erübrigen. Aber ich weiß es besser. Ich habe es gesehen. Im Gegensatz zu uns haben sie alles, was sie brauchen. Und noch mehr. Okay, und ihr seid jetzt hier in den verlassenen Ebenen. Wir sind hier sicher vor den Feien. Vor ihnen allen. Wir sind einfache Leute, die keine Bauern im Spiel der Unsterblichkeit sein wollen. Egal ob Sommer oder Winter. Was Emaire betrifft, so haben die Dorfbewohner klargestellt, dass wir nicht willkommen sind. Sie wären wohl verständnisvoller, wenn sie unsere Nöte am eigenen Leib erfahren hätten. Ja, so ist es leider immer in der Welt. Ja, ihr wurdet von Tuatha angegriffen. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Und ich kenne die Tuatha. Ich selbst habe im Krieg mehr als genug von ihnen getötet. Ich bin Elrod Edman, Anführer dieses erbärmlichen Trupps von Bittstellern. Wir kommen von den Höfen der Tyvilli-Küste. Doch wenn ihr nun dorthin geht, werdet ihr nur noch Ruinen vorfinden. Die Stoßtrupps der Tuatha haben uns dort mit Schrecken überzogen, wo wir am sichersten waren. Zu Hause. Unter uns gibt es Spione, mein Freund. Und sie müssen aufgespürt werden. Werdet ihr mir helfen? Ja, gerne, aber was meint ihr? Tötet sie! Was sonst? Ich würde es ja selbst tun, aber ich muss meine Leute anführen. Sie haben keine nennenswerte Hoffnung mehr. Meine Stärke ist alles, was ihnen geblieben ist. Ja, gut. Spione töten, um die Leute vor den Tuatha zu schützen. Wir helfen. Sehr schön. Dann sollten wir unauffällig vorgehen. Es gibt drei Personen, die ich verdächtige, für die Tuatha zu spionieren. Sie werden in Gold bezahlt. Es gibt keine Belege für ihre Taten. Anret Amfast gibt sich als Rekrutierer des Militärs aus. Froma und Nack hingegen sind Bewohner unserer Lager in der Ebene. Seid vorsichtig. Geht davon aus, dass sie eng miteinander verbunden sind. Seid schnell. Seid erbarmungslos. Ja, erstmal will ich natürlich wissen, ob sie wirklich schuldig sind. Wo finde ich sie nochmal? Anret schleicht meistens in den Schatten der verlassenen Ebene herum. Versucht es in Emaire oder den westlichen Feienlanden. Froma und Nack findet ihr vermutlich in einem der Flüchtlingslager im Osten. Okay. Viel Glück. Glück wird da, glaube ich, nicht helfen. Hey! Wir sind nicht in Sicherheit. Nicht einmal in Emaire. Sie wollen nichts mit uns zu tun haben. Gibt es denn niemanden, der uns helfen will? Sieht echt nicht so gut aus. Einige von uns haben gekämpft. Aber die Tuatha, sie dürsten nach der Schlacht. Wir wurden mit Leichtigkeit überrannt und unsere Höfe brannten sie nieder. Oh Mann.
Wenn ihr mal etwas Besonderes sehen wollt, solltet ihr nach Norden, zur Wiege des Sommers gehen. Die liegt genau da. Okay, aber später vielleicht. Erstmal Emaire. Ja, sieht ja eigentlich aus wie eine freundliche, bürgerliche Stadt. Seid gegrüßt, Fremder. Ja, hallo. Wenn ihr plaudern wollt, solltet ihr Molly Janik, die Alchemistin, aufsuchen. Sie wird Willkommen. Euch über Stunden beschäftigen. Kein Reagenzium, was ist das denn bitte für Felder? Meine Güte. Nicht aus den Augen. Nee, keine Angst. Was haben wir hier? Hackney-Haus, ja. Interessant, und was haben wir hier? Edmure-Haus. Okay, hier sollen wir rein für eine Aufgabe. Ich vermute mal, das wird dann die Aufgabe... Die sind unter uns sein? Nee, nicht mal. Hä? Brudertills Bücher beschaffen. Dann machen wir das denn beim nächsten Mal, Leute. Dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Schnitt und im nächsten Video werden wir versuchen, Brudertills Buch zu beschaffen, bevor wir uns um die Spione der Tuatha kümmern. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Kingdoms of Amalur in Emaire. Bis dann, Leute.